guten Abend, Heini ist bei Sportswelt. Wieder gesehen sind wir heute nicht am Studio, nee, weil wir sind gerade zu Klausen oder Aklausen, besser gesagt. Und das ist ziemlich geil. Wieder gesehen stehen wir gerade hier in der Live-Bar und das wird auch heute Abend unser Studio gehen. Die Frage ist bestimmt für was. Mal ganz einfach, du hast nämlich ein Sportart, können wir so nennen, das wissen wir noch nicht, das könnt ihr wahrscheinlich ja noch besser so, wenn ihr die Mission gesehen habt. Mir jedenfalls gibt es Abend hier Bierpong gespielt. Bierpong also eine Mischung zwischen Pingpong und. Boah, das wissen wir nicht genau, dass wir dich dann ja noch können zusammenreimen. Der Claude ist natürlich auch hier, die noch schon da bannen, die noch ein bisschen schwärmen zu machen, weil die wissen, die verleiert nicht gern. Aber bon, ich ging so ein, genug geschwärzt, komm, gehen wir ein bisschen raus, weil du sind sie gerade am Gang abzurichten. Und da fragen wir auch die Responsable, was Bierpong, ich werde das. Ich muss heute den Massimo, den Gérant von der Live-Bar, das ist mal ein bisschen der Bierpong. Von wo kommt der, wo kommst du da drin? Also, das können wir nur sagen, der Bierpong können wir nur sagen. Und wir sind da drin gekommen, weil am Anfang der Nie von den Bussi, das sind zwei Klienten. Und die sind ein Kampf, die mal da hinkommen an einem Tisch. Und die haben mich später gefragt und die haben mich angefangen. Und die haben angefangen, ein ganz kleines Turnier zu organisieren. Boah, Turnier geht immer hier hin. Ein Yves, der hat einen Computer mit den Inskriptionen von den Leuten, die bezahlen. Hier bin ich an und dann geht der Rieber bin durch. Wenn wir können, dann gehen wir da hingucken. Wir haben schon Bierpong angeschwert, also als ich mir denke, die Hauptregeln, für das die Leute, die vielleicht nicht kennen, nicht ging noch verstehen. Also, Bierpong hast 10 Becher auf der einen Seite, 10 Becher auf der anderen Seite. 6 sind dann mit Bier gefüllt und die anderen 4 mit Wasser, für was, weil immer Hand immer oft auffällt. Das heißt, die eine Kippe muss die andere Kippe aufschießen. Wenn der Becher drauf geht, muss ich den trinken. Wenn ihr zweimal an den einen trefft, habt ihr immer Bonusball. Aber die Regeln sind wirklich viel kompliziert, wenn ihr das nicht gesagt habt. Das ist, wir gehen uns da hin auch gucken. Bei mir ist ein Bussi, du warst am Organisationskomitee von dem Bierpong-Turnier. Kannst du uns an ein paar Sätze die Hauptregeln vom Bierpong suchen? Ja, das ist kein Problem. Also wir fangen nur, das sind zwei Equipen, die gehen nicht spielen. Das sind zwei Leute. Und dann gibt es 10 Bäschchen aufgestellt und dann haben wir so ein Feuer 3-2-1. Die Feuerläschchen mit Wasser gefüllt, dass sie nicht umfallen. Und dann haben wir mit Pingpongsball gespielt. Die Bäschchen also rausgeschossen. Und wenn ihr dort trifft, muss ich den Becher trinken. Und wenn ihn, und dann kann noch mal Absetzer spielen. Die haben durchgespielt. Ich weiß nicht, wenn ihr so gut macht. Können ihn durchgespielt und dann kann ich mit Absetzer spielen. Wenn ihr mit Absetzer rauscht an den Becher, muss die griechische Equipe zwei Becher trinken. Und bei 6 Bechern haben wir eine Formation gemacht. Ein 3-2-1. Und bei 3 Bechern noch 2-1 abgestellt. Und wenn ihn ganz aufgeschossen wird, muss der Verlierer den Rest Becher trinken, der vom Gegner noch stehen bleibt. Und nur Match eben, Shake Hands, das ist auch eine Art Sport. Und so mal Fair Play sind. Aber von Justin. And all the girlies say I'm pretty fly for a white.
white guy. Man hat sich schon ziemlich viele Leute hier. Ich will nun, dass nicht den echten Turnier, den zu organisieren. Wo können Sie weiter drin und seit wann ihr lebt, der Ganze? Also, du kommst Sportwerkerfahrung aus Amerika. Und hast auf der Uni gespielt. Und ein Kollege von mir hat eben mal durchgefangen und hat schon mal im Schoko gespielt. Und hat großes Succes, wie das sieht, wir keine Zeit mehr gehabt haben. Und ich bin Person an den Yves Blocker überholt. Und mit einer neuen Location gesehen, wo mal Klaus kommt, kann ein Liveband spielen. Und heute sind die 32 Equipen hier, was flott ist. Wir haben acht Pulle gespielt, dann geht es und wir haben Finale gespielt, wir gewinnen den Tisch. Und vor allem haben wir live bei einem dritten Turnier, wo wir organisieren. Und da sind wir stets raufgegangen. Ich bin mit zwei Equipen angefangen, dann haben wir 20, aber heute 32. Und als Zukunftsziel, dass wir den Lützburg-Meisterschaft organisieren, dass der Gewinner Lützburg-Meister kann, deswegen also die Weltmeisterschaft kommen. Das ist das Ziel für nächstes Jahr zu realisieren. Wer ist dann mit den Leuten, die hierher kommen? Kommen immer dieselben? Ich kenne doch Favoriten an dem Bierpong. Also, es ist oft Stammklientel, die kennt natürlich. Die immer 15 Equipen, die ich gesehen habe, die immer da sind. Und kommen immer dabei. Naja, ich habe noch gesehen, dass bei mir Junker kommen, weil wir schon ein bisschen mehr sind. Also, ich bin 27, nie 25. Wir sind so am Lycée immer dran. Und es ist immer schwer, die Ursprünge bis eben ein Alter unschwätzen. Die Mädchen kommen, also ab 25 rum. Und wir kommen immer mit Junker, wenn wir rund um Schweiz kommen, mehr Equipen eben. Und ein paar Favoriten. Am Punkt sind wir eine Equipe gewonnen. Das ist keine Equipe, die zweimal gewonnen bei Eislo. Obwohl ich nicht weiß, dass wir zwei gewonnen haben. Und Favoriten sind am Punkt Ballsportler, das heißt Handballspieler und Basketspieler, weil der Ball muss einen gewissen Bogenschuss geben, dass er an den Bäschen racken. Und natürlich gibt es so einen Basket- und Handballspieler viel mehr zu einem normalen. Was sind dann Tattoos, die ihr müsst tun, für heute gut aufzuschließen, wenn ihr okay Basketspieler oder Handballspieler ist? Was muss ich können? Weil ich können muss, am Anfang nicht. Ich muss eine Pinkbox-Ball in der Hand halten und ich schieße können und besser treffen. Ich kann den dicken, groß, schönen Allen, das ist am Anfang egal. Geht ihm gut nicht. Ich hoffe, einen Fun zu holen und einen coolen Nuffel in der Kollege zu verbringen, neue Leute kennenzulernen. Am Anfang alles Social Network, Platz Facebook, bei mir im Bierpong. Und eben als Idee, von ein bisschen zu interaktivieren. So. Naja, bei mir ist auch noch den Bob und der Lou, die spielt für dich keiner Mats. Da sollte man mal, wie sie da weiter durchkommen. Ich werde im Internet zu Bob mal Bescheid gesucht. Aber mir hat gesagt, bei einer Freundin so gespielt und auch gefunden, dass er eine coole Idee ist. Aber ich habe so gemeldet. Naja, Bob, du hast dich mit Lou gemeldet. Was sind dann die Missionen für den Abend? Wie weit will er kommen? Ja, man will natürlich den Sieg bei Mats holen. Mit zwei Koffern am Tisch. Naja, mein Ziel ist der Sieg. Was muss ich dann deiner Meinung nach können, für einen Bierpong gut zu sein? Für dich mal trinkfest muss ich sein und ja, Scheiße muss ich natürlich können. Aber wie hast du dann mit den Präparationen? Wie lange und wie oft du da geübt? Alles gut, jetzt habe ich nur Basket gespielt zu Erdelbringer und das geht durch. Naja, weil ich von den Organisatoren hat gesagt, Basketspieler wären am Vierdeel. Klar, ich habe den Ben Melcher gewonnen, verstehst du? Aber ich meine, das weiß ich schon. Der Basketspieler klar am Viertel sind. Naja, dann war schon sich zwei, ja? Merci. Bei mir den Joey an der Pool, wieder mal gesagt hat, dass die Eichkeit, dass er spielt. Wie ist er heute rübergekommen? Meine Kollegen haben immer davon gesprochen, Bierpong wie so cool. Und ich wollte mal sagen, erzählen, ob das wirklich der Fall ist. Bierpong, du da davon hören, hast du noch trainiert? Oder wie trainiert du für ihn? Für ehrlich zu sein, mir wirklich gar nicht trainiert. Also schon, also du willst spielen, das wäre die Eichkeit in meinem Leben gehen. Das ist, voilà. Und was sind dann eher Ambitionen für heute? Wie weit will da kommen? Zweitlash Platz. Beim Heiden, Chris, du warst gerade aus dem Peru, du hast einen schönen Souvenir mitgebracht. Heute spielst du mit. Wo ist es schwer bereit? Oh, du hast am Peru als Tattoo-Spieler nicht so verbreitet. Also, richtig viel bereit nicht, nein. Was sind dann die Ambitionen für heute? Wie weit kannst du gehen? So weit wie es geht. Wir wollen so viel Bier wie möglich trinken. Du hast schon gesagt, mir. Wen hast du dein Partner? Für alle mit dir mehr Erfahrung. Das ist der Yves Block, der Organisator mit dem kroatischen Trikot. Normalerweise müsste ich mehr Erfahrung haben, ja, aber ich vertraue ihm nicht richtig. Hey now, you're an All-Star. Get your game on, go play. Hey now, you're a Rockstar. Get the show on,